Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife und das ist auch das Programm dieses Vlogs, dieses Channels, dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht und an der ich mitwirke und partizipiere, das zu dokumentieren und festzuhalten. Und ein bisschen zu reflektieren über meine Zeit, über die Zeit. Also ich bin auch ein bisschen altersforscher in eigenen Angelegenheiten, der den eigenen Verfall und Abbau hier ja, festhält, beobachtet und auch schaut, wie er sich selber dabei verändert. Ja, das ist also der Spruch, den ich hier jeden Tag abhalte und auch heute wieder. Ja, wir haben heute den 21.05.2020, Himmelfahrt und wir haben jetzt 9 Uhr gleich. Ich habe gut geschlafen heute in 2 Etappen und jetzt bin ich ausgeruht. Ja, es gibt wieder 5 Hauptpunkte, OnLife, Medien, Gesundheit, Ernährung, und Lektüre, das Übliche. Also, OnLife habe ich gestern, glaube ich, so 5-6 Videos gemacht. Ich bin jetzt bei 116 bisher, glaube ich. Und ich müsste nochmal nachschauen. Ich habe den gerade hier liegen, das Tablet hier in der Nähe. Da können wir dann mal gleich drauf schauen. Ja, wenn wir mal die Pinne richtig eingeben würden, ne? Dann ging das alles viel einfacher. Ja. Also, dann schauen wir mal. Also bisher 216, also 116 genau. 116 bisher im Monat April, im Monat Mai. Wir hatten ja davon nur 100 geschafft. Ja, also 216 bisher im Quartal und ja, Punkt 2, Gesundheit. Beine, ja, ging mir ein bisschen schlechter gestern. Gestern bekam ich ein Paket, da bin ich kaum die Treppe runtergekommen und konnte kaum das Paket hochtragen. Das war gar nicht so schwer, 8 Kilo, aber trotzdem, ich habe das kaum hochgeschafft. Das war so schwer. Ja, das war also das gestern von der Erfahrung mit der Gesundheit in den Beinen. Punkt Nummer 3, Diät, Ernährung. Ja, ich habe schon Smoothie heute gemacht. Smoothie, Müsli habe ich auch schon aufgesetzt. Also, der Tag kann kommen. Dritter Punkt, vierter Punkt, Lektüre. Ja. Ich habe gestern da die Fragebogen bekommen. Ich mache nämlich an so einer Umfrage teil, da in Europa, an der statistischen Umfrage. Und da habe ich jetzt gerade gestern wieder 2 neue Fragebogen bekommen, die ich noch ausfüllen muss. Die habe ich gestern schon mal gelesen, so quer gelesen. Mir scheint, da stehen immer dieselben Fragen drin, aber. Die will ich also noch ausfüllen, heute vielleicht einen, morgen vielleicht auch noch einen, dann bin ich vielleicht am Wochenende fertig. Montag vielleicht.
Dann kann ich die bis Ende des Monats, also bis zum 30. da abgeben. Ja, Lektüre, das war also ein Teil der Lektüre. Dann habe ich gestern, das zählt eigentlich nicht richtig zur Lektüre, das ist ja mehr so Lernarbeit, ne? Also gestern habe ich den Professor Sinn wieder gehört, von dem habe ich zwei Vorträge gestern gehört. Der hat also für 4 Wochen schon mal zur Corona-Krise Stellung genommen und jetzt nochmal, vor 2 Tagen glaube ich. Und hat dann so die Auswirkungen geschildert. Also vor 2 Monaten, heißt, am 18. März, hat er eine Bilanz gezogen und jetzt ist ich aber am 15. Mai nochmal. Ja, die Krisen summieren sich also. Und diese Krise hängt noch, haut noch tiefer ins Kontor rein als vorher. Und dazu kommt dann noch hinzu, dass man jetzt noch Trump und Brexit hat. Und vorher war man ohnehin schon in der Rezession. Und also 3 Sachen. Und jetzt kommt noch da hinzu, dass wir auch Probleme in Europa bekommen. Mit China. China hat uns beim letzten Mal da doch sehr, sehr geholfen, dass wir da wieder rauskommen. Und das fällt jetzt wohl auch vor flach. Das heißt, es sieht übel aus. Und hier ist beim Geld, bei der Fiskalpolitik, beim Geld. Dann droht eine Inflation. Die Regierungen, die hauen jede Menge Geld raus. Andauernd tritt irgendein Politiker auf und sagt, ja, man hat schon wieder einen Rettungsschirm und da schon mal wieder Milliarden und da. Und da ist natürlich auf Zins und auf Pump. Und das Geld ist eigentlich gar nicht da und was man damit machen will, ist auch unklar. Also die Staaten sind alle verschuldet. Und können da kaum neue Schulden aufnehmen. Und ja. Die Arbeitslosigkeit geht in einigen Ländern. Also durch die Decke könnte man sagen, in den USA 16%, in Europa bis 10% so und wir liegen bei 6%, 5, 6% so, weil wir das mit der Kurzarbeit abfedern. Das scheint so ein Geheimrezept zu sein, die Leute also bei der Firma zu belasten. Statt sie quasi aus dem System herauszunehmen. Ja. Also sieht düster aus. Da wird man mehrere Jahre brauchen. Was jetzt stört, ist ja quasi, dass mehr Krisen zusammenkommen. Auch für Deutschland jetzt. Brexit, dann der Trump. Dann macht der Trump jetzt noch so Mist mit dem Wirtschaftskrieg mit China. Als wenn nichts gesehen gewesen wäre. Der verhält sich also unsolidarisch. Also, ja. Kommen wir zur Corona-Krise. Was gibt es Neues? Also gestern habe ich Pressekonferenz gehört, davon 2020. War eigentlich ein Witz.
Und was ich jetzt gehört habe, ist, die Anmeldung müsste alle normal neu gemacht werden. Und die müssen dann genehmigt werden vom Vorstand, jeder einzelne. Jede einzelne Neuaufnahme muss genehmigt werden. Und damit bin ich auch gar nicht mehr Parteimitglied, sondern ich habe mich jetzt da quasi nur zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Ist jetzt die neue Interpretation. Und nee, sag mal, in meinem Alter kann ich ja sowieso nichts mehr beitragen und helfen, aber ich wollte dann nur das Beobachten und Zeichen geben. Und das ist geschehen. Also Sinn ist eigentlich einer der, also Professor Sinn, ist eigentlich jemand, der sehr rational handelt und er ist eigentlich ziemlich auf Corona-Kurs. Er hat das nicht bezweifelt und er glaubt auch nicht an eine Grippe. Und das andere hat er nicht so thematisiert, ob man dann vielleicht das früher hätte stoppen können oder so. Der neueste Vorwurf ist, ich verhalte mich irrational. Also dagegen sein, gegen die Regierung, wäre irrational. Und auch alle Professoren und so, die sind eigentlich dann auch alle irrational. Alle Doktoren, alle Experten, alle sind irrational. Und nur die Regierung handelt rational. Toll. Also, sie hat rational gehandelt direkt am Anfang. Und jetzt wird uns Angst gemacht mit einer zweiten Welle, von der niemand weiß, ob sie kommen wird. Ja, ein Problem ist, es gibt eine große Dunkelziffer, 10% ungefähr, der Infizierten. Also das heißt, und bei den Infizierten gibt es dann wieder Leute, die sind dann die Superspreader. Die Leute, die das sehr stark verbreiten und dann teilweise das selber noch gar nicht mal wissen, dass sie das überhaupt haben. Und dadurch dann auch viele andere anstecken. Ja, singen wird wohl auch nicht mehr gehen, weil man hat jetzt festgestellt, dass die Übertragung quasi auch in den Aerosolen stattfinden kann und die bleiben dann so länger in der Luft, der hilft dann auch 1,50 Meter in der Abstand nicht mehr. Ja. Warum hat man die Krise eigentlich ausgerufen, den Katastrophenfall? Man wollte das System retten. War offiziell meine Begründung. Damit die nicht so Zustände wie Italien eintreten und das Gesundheitssystem sozusagen überfordert ist. Daraufhin hat man das System gerettet und quasi Krankenhäuser zugemacht. Und Arztpraxen auch zugemacht, um das System zu retten. Daraufhin standen dann die Krankenhäuser ja praktisch in allen Abteilungen
die jetzt nichts mit Corona hatten, leer. Und man hat dann die Betten nach Corona transferiert. Die Bettenkapazität erhöht. Das Ziel war also, die Durchdeutschung zu strecken. Also, dass man mehr Zeit brauchte, bis die Bevölkerung durchseucht ist, damit die Leute, die damit angesteckt werden, quasi später sterben. Also nicht alle auf einmal, sondern quasi so nacheinander. Also um das zu strecken und dann die Durchseuchung erstmal zu verlangsamen. Und weil man davon irgendwie ausging, dass aufgrund der enormen Verbreitung man das gar nicht verhindern kann. Und wenn dann so ein Virus in so ein Altersheim kommt, dann hat man nachher den Fall, dass da alle sterben. Und damit wäre das System überlastet und dafür wollte man das System schützen. Also man wollte nicht Menschen retten oder die Gesundheit, man wollte das System retten. Und das System wollte man retten, weil die Politik solche Bilder nicht haben wollte im Wahlkampf. Oder gibt es noch andere Gründe? Ja. Also so viel mal zum Thema Corona. Und momentan haben wir so die Lockerung. Die laufen also an. Es wird immer mehr gelockert. Und bald sind wir wieder im Normalbetrieb. Die Produktion hat schon aufgenommen, aber das heißt, der wirtschaftliche Schaden, der bleibt ja. Man geht jetzt also dazu her, die Föderation, die wir haben, dafür zu nutzen, quasi auf unterer Ebene mit der Sache fertig zu werden. Dass also jedes Bundesland und jeder Kreis quasi dafür verantwortlich ist und dann versucht da das festzustellen und dass man das nicht mit seiner Bundesangelegenheit hochstilisiert. Damit kann das erstens besser verschwiegen werden und zweitens es ist aber nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit. Und die Gesunden können dann weiter arbeiten gehen, sofern sie dann also nicht davon betroffen sind. Man hat jetzt also festgestellt, dass die Fleischindustrie, dass da sehr viele Leute jetzt infiziert waren. Die wurden zwar alle wieder gesund, das sind ja junge Männer. Die überleben das, die verkraften das. Aber die Ansteckungsgefahr, die davon ausgeht, die kann natürlich auf die ältere Bevölkerung übergreifen und dann und dasselbe hat man auch beim Pflegepersonal aus Europa. Da muss man dann also auch mal sehen, wo die herkommen und die quasi auch alle prüfen. Und die regelmäßig wieder prüfen, wenn die aus dem Urlaub kommen und so. Ja. Ansonsten weiß man über die Krankheit noch nicht viel Neues.
kommen dauernd neue Hiebsbotschaften, was der Erreger so alles angreifen soll. Die ganze Welt forscht also an dieser Krankheit, an den Folgen. Ja, und einige haben damit gar nichts zu tun, die machen ihren Wirtschaftskrieg weiter. So wie Trump und so. Die haben nichts Wichtigeres zu tun, als den Wirtschaftskrieg fortzusetzen. Ja, also so viel mal von hier. Wir haben jetzt 20 nach. Okay Leute, das war's wieder von hier. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.